Einen Gaming-PC selbst bauen, das ist mittlerweile so einfach wie eigentlich noch nie. Trotzdem gibt es so einige Fehler, die man durchaus machen kann und fast alle sind jetzt zwar nicht unbedingt schwerwiegend und die häufigsten 10 Fehler beim Gaming-PC-Bau, die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Hallo Freunde der Gaming-PCs und willkommen zu einem weiteren Tipps-Video. Da hat man es sich endlich zugetraut, sein Gaming-PC das erste Mal selbst bauen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Idee. So gut auch viele fertige PCs von meinem Partner Krotus Computer auch sind, so ein selbstgebauter PC ist einfach immer was Besonderes. Und die Älteren unter uns können ein Lied davon singen, wie kompliziert das Ganze vor vielen Jahren mal war. Heute kann man zumindest soweit kaum noch irgendwie was falsch machen, so dass die Komponenten Schaden nehmen könnten. Denn mittlerweile sind eigentlich, soweit ich weiß, alle Anschlüsse nämlich verpolungssicher. Und wenn man ein Kabel oder halt eine Komponente hat, passt die auch nur da rein, wo sie halt reingehört. Trotzdem, besonders Anfänger denken über viele Dinge aus mangelnder Erfahrung noch überhaupt nicht nach. Denn trotz der Einfachheit eines heutigen PC-Baus habe ich mal die 10 häufigsten Fehler rausgesucht, die zumindest Anfänger beim Bau eines PCs bzw. Gaming-PCs machen können. Die Reihenfolge ist übrigens komplett willkürlich zusammengestellt und bedeutet nun nicht, dass der erste oder der letzte nun der schlimmste oder einfachste Fehler sind. Und wir fangen jetzt mal einfach beim offensichtlichsten Fehler an, der Anfängern passieren kann. Denn wenn man es nicht weiß, dann passiert das einfach. Fehler 1. Falscher RAM-Slot. Moderne PCs nutzen in der Regel für den Arbeitsspeicher eine sogenannte Dual-Channel-Technik. Das heißt, dass der Arbeitsspeicher zumindest theoretisch doppelt so hohen Durchsatz hat. Profisysteme, Server und auch ältere Enthusiastenplattformen haben teils sogar 4- oder 8-Channel-Betrieb. Aber im Gaming-PCs reicht auf jeden Fall Dual-Channel aus, zumindest wenn man ihn auch nutzt. Denn ohne Dual-Channel kann der High-End-Gaming-PC ja zur schnarchlangsamen Maschine mutieren. Dabei ist das Ganze so simpel, wenn man es denn weiß. Denn die RAM-Regel, die muss man bei Mainboards mit 4 RAM-Slots richtig montieren. In der Regel sollte man Arbeitsspeicher auf jeden Fall wie hier paarweise kaufen, da nur so Dual-Channel überhaupt genutzt werden kann. Denn mit einem einzigen Riegel ist halt auch nur ein Kanal belegt. Das Problem ist, das Ganze kann man auch mit 2 Riegeln schaffen. Nämlich, wenn man diese direkt hintereinander in die Slots steckt. Denn in der Regel sind die ersten beiden Slots ein Kanal und die weiteren beiden ein weiterer Kanal. Sodass immer ein Slot zwischen den 2 Riegeln frei bleiben sollte. Außer natürlich, man nutzt sowieso komplett alle 4 Riegel. Da muss man sich hier überhaupt keine Gedanken machen. Daher ist dieser Tipp ganz wichtig für maximale Performance. Also entweder Slot 1 und 3, so wie hier mit einem dazwischen frei, oder halt Slot 2 und 4 wählen, ebenfalls mit einem Slot dazwischen frei. Und ja, ich weiß, dass jetzt einige Klugscheißer in den Kommentaren wieder mit einigen Besonderheiten ums Eck kommen, die es bei der Bestückung nämlich noch geben kann. Die sind in der Regel aber nur für sehr spezielle Konfigurationen wichtig. Wenn ihr ein ganz normales Dual-Channel in einem ganz normalen Mainboard mit 4 Slots betreibt, beachtet daher unbedingt diese Regel. Fehler 2. SSD-Einbau im Gehäuse. Und die beiden folgenden Tipps sind jetzt eher so Komforttipps beim Einbau. Denn wer diese Fehler einmal macht, der hat quasi daraus gelernt und will diese nie wieder machen. Und zwar geht es erstmal um den Einbau der NVMe bzw. M2 SSD. Wer eine andere Art des Massenspeichers nutzt, muss hier erstmal gar nicht so viel beachten. Denn mein einfacher Tipp, die M2 SSD bzw. SSD immer vor dem Mainboard-Einbau ins Gehäuse durchführen. Einfach, weil das Ganze viel komfortabler, heller und vor allem einfacher ist. Manche SSD-Slots sind beim Einbau teilweise gar nicht mehr richtig zugänglich, so wie dieser hier zum Beispiel. Dann muss wieder die Grafikkarte oder die CPU bzw. der Kühler ausgebaut werden. Was übrigens auch für den Arbeitsspeicher bei ziemlich großen Luftkühlern gelten kann. Daher auch den Arbeitsspeicher ruhig immer vorher einbauen. Ja, und bei der SSD kommt dann auch noch immer das Hantieren mit diesen winzigen Schrauben dazu. Man sieht da nichts im eingebauten Gehäuse. Das funktioniert alles bei ausgebautem Mainboard auf jeden Fall viel, viel besser. Und ein Zusatztipp habe ich übrigens noch, den selbst viele Fortgeschrittene nicht wissen. Und das betrifft das sogenannte Lane-Sharing. Denn es kommt durchaus vor, dass NVMe-SSDs in gewisser Weise Slots bzw. den Grafikkarten oder auch anderen Zusatzslots Lanes klauen. Oder im Falle meines Gigabyte Z690 AOS Master, was da hinten eingebaut ist, funktioniert ein Slot dann gar nicht mehr. Hier unbedingt vorher ins Handbuch gucken, wie die Lane-Verteilung so ist, also quasi die Verteilung an Datenleitung für die jeweiligen Slots und SSDs. Fehler 3. CPU-Kühler zu früh einbauen.
Wer eine kompakte Wasserkühlung einbaut, der kann übrigens jetzt gerne zum nächsten Punkt springen. Denn eine All-in-One-Wasserkühlung, das ist ja mittlerweile schon zum großen Teil Standard. Trotzdem mögen besonders Anfänger auch ganz gerne herkömmliche Luftkühler. Es muss jetzt nicht immer so ein Monster wie dieses hier sein, die im ähnlichen Preisbereich übrigens kaum leistungsschwächer als All-in-One-Wasserkühlung sind. Dass AIOs aber grundsätzlich stärker sind, ist definitiv ein Märchen. Aber ja, schicker sind sie in den meisten Fällen. Trotzdem ist so ein Noctua-Monstrum hier ähnlich stark wie auch eine starke All-in-One-Wasserkühlung. Aber leider auch ähnlich teuer. Nur ihr seht schon, das Teil ist einfach riesengroß und ihr ahnt es schon, einbauen sollte man denn erst, wenn alles Nötige auch wirklich angeschlossen ist. Und genauso ist es auch. Bei großen Luftkühlern achtet unbedingt darauf, dass ihr auch die vorhandenen Lüfter schon angeschlossen habt und am wichtigsten das Netzteilkabel für die CPU-Versorgung hier hinten. Denn hier ist kaum noch ranzukommen, wenn so ein monströser Kühler hier verbaut ist. Ohne das Kabel startet der PC dann übrigens erst gar nicht, also heißt es Kabel unbedingt vor dem Kühler einbauen anschließen. Also so. Und wenn der Kühler montiert ist und das Ganze schon ins Gehäuse eingebaut ist, ihr seht schon, da kommt man nicht gut dran. Fehler 4. Falscher Airflow. Auch eine Sache der Erfahrung, kleines Wortspiel, sorry, ist der Airflow im Gehäuse, also die Belüftung. Wie ist diese korrekt? Naja, zumindest bei Standardgehäusen ist das Thema eigentlich relativ schnell ausdiskutiert. Das heißt, vorne frische Luft rein und hinten und oben die warme Luft rausgeblasen. Das ist ein bewährter Airflow, der in einem Standardgehäuse immer noch die beste und vor allem kühlste Wahl ist. Und auch in modernen Showcases, ich nenne sie gern Aquarium, ist das natürlich nicht anders. Lediglich, dass ihr noch die Möglichkeit habt, auf der Seite auch noch ausblasen zu lassen. Hier kommt dann in der Regel die frische Luft von unten, ja, und alle anderen Lüfter blasen die Wärme halt nach außen raus. Na klar, es gibt auch Sonderfälle, die will ich hier jetzt aber nicht näher beleuchten. Zum Beispiel viele Mini-PCs wie der hier. Ja, da muss man schon sehr genau auf die Belüftung achten. Und das Ganze dauert auch ein bisschen. Und ist für Anfänger sowieso keine gute Idee. Fehler 5. Lüfter falsch montieren. Und wir bleiben beim Airflow, denn der geneigte Anfänger und nicht nur der, die machen oft einen einzigen Fehler. Und ja, auch mir passiert das hin und wieder immer noch. Nämlich den Lüfter falsch herum einbauen. Also aus statt einblasen. Dabei ist das optisch bei allen Lüfterherstellern eigentlich einheitlich gelöst. Denn auf der Seite, wo diese ganzen Streben hier verbaut sind, das ist eigentlich bei jedem Lüfter ziemlich gleich, da wird die Luft hingeblasen. Fertig. Mehr muss man sich überhaupt nicht merken. Es gibt zwar einige Firmen, wie zum Beispiel Fentex, die auch Lüfter anbieten, die aus optischen Gründen in die andere Richtung blasen. Der Standard ist aber, Lüfter blasen immer in die Richtung dieser Streben hier. Und auf vielen Lüftern ist die Blas- und die Laufrichtung auch an den Seiten angegeben. Das kann man hier in der Kamera jetzt, glaube ich, aber kaum erkennen. Man muss halt einfach nur darauf achten und es wissen. Kaputt geht bei falsch montierten Lüftern erstmal übrigens gar nichts. Aber ein optimaler Airflow ist so natürlich nicht gewährleistet. Fehler 6. Falsche CPU-Lüftermontage. Ein Fehler, der eigentlich nur ein halber Fehler ist, sind die Lüfter am CPU-Kühler, wie diesen hier. Und da ist es egal, ob wir jetzt über einen Luftkühler oder eine All-in-One-Wasserkühlung sprechen. Die Regel ist einfach, die Lüfter so montieren, dass diese aktiv durch die Radiatoren bzw. die Kühlfinnen hier blasen. Denn es gibt natürlich auch die Möglichkeit, diese saugend einzubauen, also dann auf der anderen Seite. Das kann man durchaus machen, wenn es zum Beispiel platzmäßig irgendwie jetzt gar nicht anders funktioniert. Es ist also jetzt nicht grundsätzlich falsch, aber deutlich weniger effektiv. Denn saugend wird zu viel Luft einfach immer woanders, also hier überall drumherum angesaugt und nicht unbedingt durch den eigentlichen Kühler bzw. den Radiator gesaugt. Wenn etwas also aktiv gekühlt werden muss, sollten die Kühlfinnen und der Radiator immer direkt durchblasen werden. Mehr gibt's dazu ehrlich gesagt auch gar nicht zu sagen. Daher kommen wir schnell zum nächsten Fehler. Fehler 7. Grafikkartenstromkabel. Hier kommt jetzt aber ein Fehler, der sich auf Dauer durchaus auch mal negativ auf Netzteil oder die Grafikkarte auswirken kann. Und das ist jetzt wieder so ein Ding, das man einfach wissen muss. Denn ich sagte es ja am Anfang, man kann eigentlich kein einziges Kabel falsch anschließen und ja, das stimmt auch bei der Grafikkarte. Aber besonders bei sehr leistungsfähigen Grafikkarten, die mehr als 225 Watt Strom benötigen, kann man einen kapitalen Fehler begehen. Denn es gibt einige Netzteile, die noch PCI Express Stromkabel mitliefern, die halt zwei Stecker, wie hier,
an einem einzigen Kabel befestigt haben. Bei Einsteigerkarten ist das übrigens überhaupt kein Thema, denn maximal 150 Watt können hier durch ein einziges Kabel durchgehen. Dann kommen noch die 75 Watt per PCI-Express-Slot dazu und die 225 Watt sind erreicht. Bei leistungsstärkeren Grafikkarten mit deutlich höherem Stromverbrauch ist so ein Kabel wie das hier aber quasi Gift. Hier sollten nämlich nur echte zwei Kabel mit zwei Strängen genutzt werden, sodass mit zwei Kabeln dann 375 Watt möglich sind. So wie hier ist das definitiv falsch. Auch wenn das etwas wild aussieht, so ist es richtig, das heißt jeweils ein Kabel für einen Anschluss vom Netzteil. Und es gibt sogar Grafikkarten wie die AMD RX 7900 XTX, die sogar drei Anschlüsse benötigt. Auch hier darauf achten, dass jeder Stecker quasi sein eigenes Kabel hat. Moderne Nvidia-Grafikkarten wie RTX 4000 nutzen übrigens ein spezielles Stromkabel. Sollte das direkt vom Netzteil kommen, ist übrigens nichts zu beachten. Falls ihr jedoch einen Adapter wie diesen hier benutzt, gilt natürlich das Gleiche. Und bei falscher Nutzung, das kann gut gehen, riskieren würde ich hier aber nichts. Fehler 8. Zu große Grafikkarte. Ja, das klingt komisch, ist aber in einigen PCs durchaus ein Problem. In den meisten modernen Gehäusen ab MIDI Tower Größe passt eigentlich fast jede erhältliche Grafikkarte rein. Selbst ein 4-Slot-Klopper wie eine RTX 4090 findet da auf jeden Fall Platz. Wer aber sehr kleine Gehäuse nutzt, der sollte hier vor dem Kauf schon darauf achten, ob die Grafikkarte überhaupt auch reinpasst. Und ein Extrembeispiel haben wir natürlich mal wieder hier in meinem Mini-Gehäuse. Hier passt definitiv nicht jede Grafikkarte rein, wobei trotzdem überraschend große. Wobei das hier gar nicht der eigentliche Punkt sein soll. Der gilt nämlich eher für alle, die noch Erweiterungsslots des Mainboards nutzen. Zum Beispiel Streamer mit einer Capture-Karte, so wie ich auch manchmal einer bin. Oder vielleicht wird einfach noch ein weiterer Netzwerkanschluss oder auch eine Soundkarte benötigt. Da kann eine große Grafikkarte schon mal dafür sorgen, dass die Slots hier unten teilweise gar nicht mehr nutzbar sind. Teilweise gibt es ja auch Slots, die hier drunter sind, denn diese Grafikkarte ist definitiv nicht allzu groß. Daher vor Kauf unbedingt auf die perfekte Kombination aus Grafikkarte und Mainboard achten, sodass entsprechend nötige Erweiterungsslots auch noch weiterhin nutzbar bleiben. Fehler 9. RAM im BIOS nicht eingestellt. Ein Fehler, der eigentlich wirklich jedem Anfänger passiert und der auch niemand peinlich sein muss. Denn alle, die etwas schnelleren Arbeitsspeicher nutzen, werden natürlich das Problem haben, dass dieser in der Regel gar nicht mit der vollen Leistung läuft. Denn die meisten Mainboards stellen Arbeitsspeicher erstmal auf extrem langsame Werte ein und nutzen nicht von Haus aus das XMP oder das Expo-Profil der RAM-Regel. Das sind Einstellungen, die den Arbeitsspeicher einfach mit wenigen Handgriffen mit den von Hersteller vorgegebenen Werten laufen lassen. Daher, nach dem Einbau unbedingt ins BIOS gehen und das XMP bzw. Expo-Profil laden und speichern. Besonders bei AMD-Systemen kann der Neustart dann übrigens sogar einige Minuten dauern, vor allem bei AM5. Daher, macht euch keine Sorgen. Und ja, danach läuft der Arbeitsspeicher aber mit der vollen Power und ihr verschwendet auch keine Performance mehr, die ihr teuer bezahlt habt. Fehler 10. Falsch angeschlossene Gehäusekabel. Hab ich vorhin nicht gesagt, dass alle Kabel verpolungssicher sind? Ja, an sich stimmt das ja auch, aber es gibt selbst heute noch einige Kabel in modernen PCs, die man falsch herum einstecken kann. Okay, schlimm ist das nicht, denn es geht dabei nichts kaputt. Und zwar sind das Gehäusekabel für den Anschluss des Mainboards, die zum Beispiel jetzt hier reinkommen. Also diese kleinen winzigen Kabel für den Anschluss des Power, des Reset-Buttons, der Gehäuse-LEDs und so weiter. Schlimm genug, dass es dafür immer noch keinen einheitlichen großen Stecker gibt, können diese tatsächlich auch falsch herum angeschlossen werden. Wie gesagt, das ist gar nicht tragisch, aber im schlimmsten Fall passiert nichts, wenn man auf den Power-Button drückt. Daher achtet beim Zusammenbau auch auf die korrekte Verpolung der Kabel, die hier reinkommen. Auf diesen steht dann meist auch ein Plus- und ein Minuszeichen, zwar wirklich nur mit einem guten Mikroskop lesbar, aber wenn man das weiß, springt der PC dann auch direkt an. Ja klar, es gibt noch viel mehr Fehler, die man beim PC-Bau machen kann. Einige habe ich übrigens schon in einem Video vor einigen Jahren vorgestellt und vielleicht gibt es bald auch noch ein weiteres Video dieser Art, aber diese 10 Fehler sind meiner Meinung nach ganz klar die häufigsten, die selbst teilweise noch bei Fortgeschrittenen vorkommen können. Und falls euch das Video gefallen hat, ihr wisst natürlich, was zu tun ist. Und wenn nicht, vielleicht sagen euch meine News-Videos dreimal die Woche zum Thema Gaming-Hardware ja mehr zu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.